All the Emperor. Leute, Space Marine 2 ist gestartet. Zumindest für alle, die jetzt bestellen. Ihr könnt vorab schon reingehen ins Game. Der offizielle Release ist ja am 9. September. Wir möchten uns heute zusammen im Video einige Sachen anschauen, die momentan im Internet passieren. Nämlich einerseits Steam Reviews, was sagen die Spieler dazu, die das Spiel schon ein bisschen angespielt haben. Ich werde euch auch noch kurz was dazu sagen, denn ich war gestern Abend und Nacht und in Space Marine 2 unterwegs und wir werden uns Metacritic anschauen und einige große Spielemagazine im deutschsprachigen Bereich, vor allem, was die dazu sagen, was sind die Pros, was sind die Kontras, ist das was für euch oder nicht. Bevor wir das tun, kurz im Hintergrund, hier seht ihr schon Green Man Gaming, die geben mir heute ein Sponsoring fürs Video. Vielen Dank dafür auch, dass ihr mir einen Key bereitgestellt habt fürs Game nochmal. Und ich möchte kurz einen Hinweis für euch einfach geben. Die haben eine 13% Aktion. Ihr seht jetzt hier bei mir 16%, weil ich nämlich selbst auch schon Keys gekauft habe. Ganz normal bei Green Man Gaming. Und dann kriegt man Erfahrungspunkte für seine Käufe. Und das kann man dann bei künftigen Käufen auch noch einlösen. Also ein sehr cooles Prinzip. Für mich war Green Man Gaming bisher immer ein sehr zuverlässiger Keyseller. Wirklich auch bei Vorbesteller-Games sehr zuverlässig mit der Zustellung der pünktlichen von den Keys. Also hier kann ich nur Daumen nach oben geben. Deswegen empfehle ich euch das auch. Wir gehen weiter zu dem, was ich euch vorbereitet habe. Ich habe euch jeweils die Quellenangabe hier mit reingepackt. Aber wir haben jetzt hier das erste von 4Players. Was haben die denn eigentlich gesagt? Die haben eine 9,0 gegeben fürs Game. Also eine sehr, sehr gute Wertung für Space Marine 2. Sie highlighten die unterhaltsame Kampagne mit Koop-Modus, gutes Pacing, der überraschend spannenden Story ohne unnötige Längen. Wuchtiger Gefechtsmix aus Nah- und Fernkampf, optische starke Präsentation, Koop-Modus Operations mit 6 Missionen, 6 verschiedenen Klassen, PvP-Part mit 3 Spielmodi, kraftvolle Soundkulisse, solide Performance am PC. Das wird interessant jetzt noch im Video, was wir heute noch besprechen, denn hier gehen die Meinungen und Erfahrungen anscheinend auch relativ stark auseinander. Also die solide Performance am PC ist nicht jedermanns Sache, habe ich zumindest bisher so wahrgenommen. Aber da gefällt mir nichts, sei es sind kleinere Nervstellen, etwa wenn einem zu viele Gegner anfallen und man sich nicht mehr befreien kann. Der Soundtrack bleibt eher im Hintergrund, Operations-Modus könnte schnell die Luft ausgehen, weil es halt momentan nur 6 Operations sind wahrscheinlich. Ein paar mehr Waffen hätten an Bord sein können zum Start. Aber alles in allem doch von 4Players eine ziemlich gute Bewertung. Gucken wir weiter, was haben hier Eurogamer.de gesagt? Eurogamer hat 4 von 5 Sternen vergeben und auf der Pro-Seite sehen wir stimmungsvoll lizenzierter Warhammer-Shooter, detaillierte Grafik, unterhaltsame Kampagne mit Koop-Modus, zusätzliche PvE und PvP-Modi, Kraft und Wucht der Ultramarines wird gut vermittelt. Auf der Kontra-Seite nur ein Punkt, einzelne Framerate-Einbrüche im Performance-Modus, also es bezieht sich sehr wahrscheinlich auf die Konsole. Hier gibt es auch Gameplay-Video übrigens mittlerweile, wo auf der PlayStation zum Beispiel im Performance-Modus gespielt wird und man kann da verfolgen, wie die FPS sich verhalten. Ich hatte da die paar Minuten, wo es geguckt hatte, den Eindruck eigentlich, dass es sich recht solide gehalten hat, aber lasst mich auch gerne eure Erfahrungen natürlich unten in den Kommentaren wissen, wie bei euch die Performance gerade so läuft, wenn ihr Space Marine 2 schon spielt. Wir gucken weiter, was sagt denn Game Pro zu Space Marine 2? Die haben eine lange Liste, ich weiß nicht, ob wir das alles runterrattern sollen, aber die Grafik wird gelobt, Atmosphäre, Sound, alles fein. Story-Kampagne im Koop spielbar, ja, ist gut. Ordentlicher Umfang mit mehr als 40 Stunden Spielzeit, das finde ich interessant. Die Story soll ja eigentlich, also die Story-Kampagne so 10-12 Stunden dauern. Ich habe schon gesehen, ein komplettes Gameplay-Playthrough hat, glaube ich, irgendwas mit 7 Stunden bei Legacy Gaming. Die haben das hochgeladen, soweit ich weiß. Aber wenn man jetzt die Operations noch mit dazu zählt, ich weiß nicht, ob man dann auf 40 Stunden kommt oder ob man dann das PvP auch noch hinzuzählen muss mit, sagen wir mal, 10 Stunden Spielspaß oder so, dass man auf 40 kommt. Ich weiß nicht, wie sie auf 40 gekommen sind. Crossplay in allen Modi, ja, das finde ich auch sehr gut. Also man kann wirklich mit allen hier zusammen zocken, vorausgesetzt man begrenzt sich aufs PvE. Beim PvP ist ja Konsole und PC quasi getrennt voneinander. Dann haben wir auf der Kontraseite, da wird es nämlich jetzt interessant, teils heftige Ruckler, repetitive Missionsabläufe, Fernangriffe können gewaltig nerven, kaum Überraschungen in den Missionen, wenig Koop-Aufträge, Handlung nicht sonderlich einfallsreich. Was ist mit dem Multiplayer?
Was ist mit dem Multiplayer? Ich weiß es nicht. Lasst es mich gerne wissen, falls ihr da irgendwas mitbekommen habt, was mit dem Multiplayer ist. Ich habe bisher jetzt nichts festgestellt, was jetzt ein Problem ist, aber wir sehen hier schon teils heftige Ruckler. Dazu gibt es dann auch bei den Steam-Wertungen mehr, wie ich schon gelesen habe. Aber haken wir das auch mal ab und gehen rüber zur GameStar. Die haben 83 Punkte vergeben in ihrem Wertungssystem und sie sagen, strunzlineares Metzgerspektakel mit Top-Präsentation und hohem Unterhaltungswert in Kampagne und Multiplayer. Metzgerspektakel finde ich interessant. Was zu euch, wenn ihr als Einzelspieler oder Koop-Kumpel lineare Shooter-Action vom Feinsten wollt. Ich persönlich, soweit ich bisher mal reingezockt habe, muss ich euch sagen, ich habe da extrem auch Outriders-Vibes bekommen beim Zocken. Also einfach vom gesamten Spielgefühl diese Power-Fantasy zu haben, der Charakter so schön sichtbar und präsent auf dem Bildschirm von der Zoom-Stufe auf den Space Marine drauf und so. Also alles klar, natürlich ist es kein Outriders-Kopie oder kein Outriders 2 oder was weiß ich, sondern ich meine einfach nur, ich habe eine Erinnerung einfach an Outriders gehabt, weil da war ja eigentlich auch meistens linear durchhacken, durchholzen, durch eine Mission und fertig ist. Ich finde es fein, euch an Helldivers 2 einzig die fehlende Kampagne gestört hat. Also wenn ihr ein Helldivers 2 sucht, wo auch eine Kampagne dabei ist, ich weiß nicht, ich habe schon öfter einen Vergleich zu Helldivers 2 gesehen. Ich persönlich habe jetzt nicht, also mir kommt da viel mehr so ein Outriders ins Sinn als ein Helldivers 2, aber lasst mich gerne auch wissen, ob ihr da Parallelen seht. Ihr war Warhammer oder den Vorgänger schon immer sexy fandet. Na gut. Und passt nicht zu euch, wenn ihr Abwechslung, Missionsdesign, wäre Gegnerwelle, bla bla bla, abholt. Also es ist schon linear. Das kann ich mittlerweile eigentlich auch sagen, nach den Stunden, die ich jetzt schon drin bin. Viel Abwechslung ist da nicht. Manche brauchen das gar nicht. Kommt drauf an, wirklich welcher Spielertyp ihr seid. Euch spielerische Freiheit wichtig ist, ihr mit martialischen Kriegern und Riesenrüstungen nichts anfangen könnt. Habt das auch von GameStar. Was haben wir denn bei IGN Germany? Ist das, glaube ich, hier? Wir haben hier eine 8, also eine sehr gut. Hier mal kurz das Fazit. Episch, detailverliebt, brachial. Space Marine 2 ist eine echte Action-Ode an das 40k-Universum. Doch so unterhaltsam und technisch eindrucksvoll die blutigen Schlachten gegen unendliche Feindeshorden auch sind, ein wenig mehr Abwechslung hätte Titus Feldzug gegen die Tyranniden und Thousand Suns gut getan. Finde ich ein gutes Fazit, muss ich sagen. Ein bisschen mehr Abwechslung hätte im Spiel bestimmt nicht geschadet. Also hätte durchaus mehr drin sein können, was Abwechslung angeht. Dann habe ich aber auch auf Metacritic schon ein bisschen vorgegriffen und für euch noch Wertungen mit rausgenommen, die ganz auf der anderen Seite der Sonne liegen quasi. Also die meisten, die wir jetzt besprochen haben, sind ja wirklich durchweg überwiegend gut, also wirklich Daumen hoch fürs Spiel. Das sind zwar Kritikpunkte da, aber die meisten haben es wirklich gut bewertet bisher. Hier haben wir allerdings von pcgamer.com eine 60. Ja? Und hier Warhammer 40k Space Marine 2 Rezension: Nach einem mitreißenden ersten Eindruck verliert die lang erwartete Fortsetzung schnell an Schwung. Ich gehe davon aus, dass sich GamePro hier oder PC Gamer, nicht GamePro, sondern PC Gamer, wahrscheinlich die erste Vorschau angeschaut hat und gedacht hat, ja, okay, da kommt jetzt noch viel mehr coole Kampagne, dies und das, aber sie haben jetzt wahrscheinlich beim Test festgestellt, dass da nicht mehr so mega viel Abwechslung hinzukommt und das alles deutlich geradlinig durchläuft, eigentlich kann man fast so sagen, und deswegen dann auf die 60 runtergegangen sind. Hier haben wir von PC Games N, war mir ehrlich gesagt neu, das Magazin, ein Urteil 6 von 10 Punkten. Die brutalen Kämpfe und die beeindruckende Präsentation von Warhammer 40k Space Marine 2 werden durch eine fade Story und ein uninteressantes Missionsdesign getrübt. Ich kann bei fade Story jetzt bisher nicht mitgehen, muss ich euch persönlich sagen. Ich finde die Story bisher nicht schlecht. Ich finde die Inszenierung der Story eigentlich auch gut. Und man ist, also ich zumindest bin momentan noch am Rätseln, wie das Ganze sich dann ausgeht am Schluss. Also mich interessiert es. Ich bin neugierig drauf, was jetzt noch passieren wird in den kommenden Missionen, die ich noch vor mir habe. Dass sie geradlinig ist, ist klar. Deswegen muss sie aber nicht unbedingt fad sein. Aber ich habe das auch, das ist durch ein Browser-Übersetzer übersetzt, nur dass ihr da auch Bescheid wisst. Dann gehen wir mal, ich glaube, noch in die viel interessantere Kategorie mittlerweile rein. Auf Presse geben ja auch nicht mehr viele was, manche auch zu Recht nicht, finde ich.
Aber wir haben ja hier bei den Steam Reviews auch noch ganz andere Wertungen mit drin. Hier haben wir zum Beispiel eine große Pro-Liste, die auf der Kontraliste ist zum Beispiel, was ich jetzt sehr interessant finde, das haben wir bisher bei der Presse nicht drin gehabt, dass die computergesteuerten Begleiter in der Kampagne nicht wirklich klug sind, um komplexe Missionsziele zu erreichen oder dabei großartig zu helfen. Das habe ich bisher auch mit erlebt. Da habe ich mich teilweise gefragt, oh, die sind schon ein bisschen blöde. Also, was die da teilweise machen, die helfen einem nicht wirklich. Ich habe so das Gefühl gehabt bei der Kampagne bisher, diese AI-Companions sind quasi mein Not-Wiederbelebungsbegleiter. Ja, also wenn ich halt, ich bin jetzt einmal down gegangen, aber ich habe es schon häufiger in Gameplay gesehen, die heben einen halt wieder auf. Also da muss schon viel passieren, dass die auch gleichzeitig noch mitsterben. Die heben dich normalerweise wieder auf, dann kannst du weitermachen. Und dann kannst du da auch ein bisschen unbesorgter, unbeschwerter durch die Kampagne durchgehen, auch wenn es mal ein bisschen knackiger wird. Und ja, sie machen halt so ein bisschen mit, aber du musst eigentlich die Arbeit machen. Also so wirkt dieses AI-Modell zumindest auf mich, die sagen, du musst mitmachen, du musst die Arbeit machen. Wir sind nur so ein bisschen da und stehen so ein bisschen rum, teilweise ein bisschen blöd. Manchmal nervt es ein bisschen, wenn man sich um irgendwelche Ziele kümmern muss und dann keinen Support oder keinen guten Support von denen bekommt, nämlich Deckung zu bekommen oder so. Das machen die teilweise nicht wirklich gut, habe ich den Eindruck bisher. Aber ich finde, man kann es verkraften. Also wenn man dann die richtige Strategie für sich selber findet und sagt, okay, ich hake mich da jetzt einfach durch oder ich kümmere mich jetzt wirklich nur ums Ziel und scheiß drauf, ob ich mal down gehe, dann kommt man meistens, finde ich, durch, also zumindest auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Ich spiele es auf normal momentan. Balancing Issues, also Probleme machen ein paar Waffen ja überflüssig oder nutzlos. Ich finde es bisher einfach noch gewöhnungsbedürftig, ein bisschen sich reinzufuchsen, auch in die Steuerung sich reinzufuchsen. Hier haben wir zum Beispiel noch Angaben zur Hardware. Und ich habe auch schon weiter in den Kommentaren gesehen, dass wir hier ja ein bisschen mit Widescreen-Support und sowas, dass da noch Probleme da sind oder sich ein paar Leute dran stören. Allerdings haben wir eine großteils positiv momentan. Ich weiß gerade gar nicht, wo es dran steht. Ich hatte es eigentlich auf einem großen Bildschirm stets dran, aber es ist größtenteils positiv noch bei, ja genau, hier haben wir es doch, 75% von 7281 haben es als größtenteils positiv bewertet. Viele bemängeln halt momentan noch technische Probleme. Da müssten wir aber noch ein bisschen tiefer graben. Hier sind momentan nur die empfohlenen. Don't buy this game, ne? Also lack of content, also adding around 5 hours at maximum. 8 Stunden Länge, ne? Also wir hatten vorhin 40 Stunden bei GamePro war es, glaube ich, weiß es nicht mehr genau. Und jetzt haben wir hier 8 Stunden plus 5, sagt jetzt jemand. Das habe ich jetzt aber auch schon mehrfach von anderen YouTubern gehört. Also der Spielumfang an sich ist nicht sonderlich groß. Ja, also das muss man, denke ich mal, schon sagen. Ich habe die Story noch nicht durch, aber ich habe jetzt halt von wirklich vielen gehört, dass man da bei der Story-Kampagne zumindest nicht mehr als 10-12 Stunden rauskriegt. Und wenn man kein PvP mag und wenn man an repetitiven PvE-Operations nicht lange interessiert ist und sagt, ich spiele jetzt jede PvE-Operation einmal durch, dann kommt man wirklich nicht auf viele Stunden. Ich würde sagen, dann kommt ihr vielleicht auf 15 bis 20 Stunden und dann war es das. Ich meine, wenn ich mich zurückerinnere an ein Evil West, ja, da ist das auch nicht sonderlich anders gewesen von Flying Wild Hog im Spielumfang. Und ich möchte daran zurückerinnern an Space Marine 1. Das hatte der auch in 10 Stunden durchgezockt. Also ich zumindest habe es in 10 Stunden durchgezockt, als ich es gespielt habe. Ich habe es auf Steam noch. Und ich denke, sie sind da der Sache ein bisschen treu geblieben. Ich finde das cool, weil ich habe einige Nostalgie-Momente gehabt. Bei Space Marine 2 bisher hat mich einfach sehr viel an Space Marine 1 erinnert und ich finde das cool, dass sie einfach so einen geradlinigen Shooter gemacht haben hier, genauso wie man es eigentlich erwartet, wenn man in Teil 1 zum Beispiel gezockt hat, da wusste man, was man bekommt. Gucken wir auf Metacritic aber mal kurz vorbei, bevor ich mich hier wieder verquatsche mit euch. Wir haben hier 83 im Durchschnitt, also das ist gut, wir sind im grünen Bereich, also das Spiel kommt gut weg. Aber wir sehen halt einfach im Großen und Ganzen, wir werden jetzt hier das auch nicht nochmal alles durchgehen, wir haben schon viele Magazine besprochen.
im Großen und Ganzen sehen wir, dass eigentlich das Game mit seiner Präsentation durchaus gelobt wird, dass die Inszenierung toll ist, dass die Kämpfe toll sind, dass der Soundtrack oder die Soundeffekte und die Visualisierung einfach schön ist, die Liebe zu dem Detail, was Warhammer 40k-Universum angeht, super geil, sehr oft gelobt worden, was ich gesehen habe. Und bemängelt ist halt eben teilweise die Dauer des Spiels und die Geradlinigkeit, wie die Kampagne zum Beispiel verläuft. Also keine großartigen Wendungen innerhalb einer Mission, keine besonderen Überraschungen innerhalb einer Mission. Wobei ich da persönlich nicht ganz mitgehe, aber dass alles relativ schlauchig verläuft, dass man wirklich von Mission zu Mission durchgeht, durchballern, durchhaken, Missionsziel wird erledigt, Bossmonster wird gelegt, weiter zur nächsten Mission und so weiter und so fort. Also das erwartet euch halt in Space Marine 2, so wie es in Space Marine 1 eigentlich auch war. Also das war in Space Marine 1 auch nicht anders. Und sind, glaube ich, die Sachen. Plus natürlich diese technischen Probleme, wo sich tatsächlich halt eben manche Spieler mit Hardware-Problemen rumschlagen. Ich glaube, hauptsächlich im PC-Bereich mit irgendwelchen bestimmten Einstellungen. Ich denke, dass es in Kombination mit manchen CPUs Probleme geben könnte. Das würde ich mir jetzt so vorstellen. Bei mir läuft alles erste Sahne. Ich habe aber keinen High-End-PC, aber bei mir läuft alles super, kann mich gar nicht beschweren. Und ich PlayStation oder allgemein Konsole habe ich bisher nicht viel gefunden, wo sich Leute extrem beschwert hätten, dass es schlecht läuft oder so. Also in diesem Sinne denke ich, ist das erstmal ein ganz gutes Bild hier für den Start, für den Early Start von diesem Spiel. Ich denke, da wird sich noch ein weiteres hier hinzugesellen im Laufe der nächsten Woche. Und im Großen und Ganzen gutes Game. Wenn ihr noch am Zweifeln seid, würde ich euch sagen, hey, schaut mal, ob ihr es antesten könnt, ne? Nach ein, zwei Stunden zurückgeben, wenn ihr es direkt über Steam holt. Oder aber ihr guckt euch erstmal Space Marine 1 an und da seht ihr nämlich, wie das Spiel gestrickt ist. Und sie haben auch im Interviews gesagt, die Developers, dass sie Space Marine 1 treu bleiben. Und das sind sie meines Eindrucks nach bisher auch wirklich geblieben. Und dementsprechend ist das Spiel halt auch gestrickt. Und in diesem Sinne, Leute, hoffe, war für euch was heute Interessantes dabei, dass ihr einen Eindruck bekommen habt, was gerade abgeht zu Space Marine 2, wie es bewertet wird, wie es aufgefasst wird von den Spielern. Und dann danke ich euch, lasst gerne eure Bewertung unten in den Kommentaren da, falls ihr Bock drauf habt und teilt das Video gerne, liked und so weiter und so fort, wird mir helfen. Schön, dass ihr reingeschaut habt, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.